Unreal Engine, Head Up Games, Nicolas Mayux und den Namen konnte ich mir nicht mehr ganz lesen. Ich hoffe, es ist alles zu sehen, ist alles zu hören. Ein klein wenig, 30 Sekunden, 10 Sekunden. Minimale Verzögerung ist mit drin. So, na dann spielen wir mal Pumpkin Jack. Da sind wir drin im Spiel. Ich hoffe, ihr könnt die Hintergrundmusik hören und ihr könnt mich alles gut. Wenn nicht, beschwert euch im Streamchat. Ich hoffe, es läuft. Und damit nochmal offiziell willkommen. Seid gegrüßt zu meinem großen Halloween-Special-Stream zum ersten Stream von Live Let's Play Pumpkin Jack mit dem Zwergenfürst. Ja, wie es auch schon im Titel steht, wird es nachher noch die Best-of-Show geben. Die Best-of-Halloween, wie ihr es nennen wollt. Supercut-Show. Aber erstmal starten wir hier mit Pumpkin Jack. Und schauen mal, hier erstmal können wir uns einen Skin auswählen. Kürbiskönig, Wolzfäller, Cowboy, Samurai, Kommissar, Skelett, Bossard, Kürbiskönig. Ja, wir müssen wahrscheinlich erstmal mit dem Kürbiskönig anfangen. Der Rest muss dann erstmal noch freigeschaltet werden. Okay. Muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Ich spiele natürlich ohne Controller. Mit der Maus und mit der Tastatur. Bleibt nur die ersten Level an, wir sind also bei dir so die ersten 2 bis 3 Stunden wahrscheinlich. Ja, mal schauen, wie weit ich heute komme. Meine Jump'n'Run Skills sind, also ich habe die Demo-Version ja schon gespielt auf meinem Kanal. Das Demo-Letztes gibt es ja auf meinem Kanal schon. Da habe ich schon dabei, weil ich werde schon beim Prolog scheitern. Ich werde schon im Tutorial kläglich scheitern, aber das ist das, was es bei mir ausmacht. Und ich empfehle, alles abzusuchen und auf Secrets zu achten. Es lohnt sich, glaubt mir. Ich werde auf jeden Fall alles absuchen. Ich werde das Spiel komplett, also wenn ich was übersehe, dann müsst ihr mich im Chat darauf hinweisen. Es kann natürlich passieren. Ich werde mir Zeit lassen hier im Screen und werde sowieso Stunden für brauchen, bis ich durch das Tutorial durch bin. Wollte ich gerade schon sagen, und jetzt Test habe ich auch Ewigkeiten gebraucht. Das ist also, da habe ich dann schon, also ich habe im letzten Test dann das ein Teil davon rausgeschnitten, weil ich mich so blamiert habe und so. Also das ist der Spaßfaktor bei mir. Ich werde mich so blamieren und ihr werdet mich so sterben sehen so oft. Also das wird hier ein Let's Fail, könnte man fast so sagen. Aber Optionen, können wir die noch Stoppuhr bauen? Ist es? Nein, eindeutig. Automatische Kamera, ich weiß nicht, ich würde erstmal ja sagen, können wir nochmal ausstellen. Untertitel auf jeden Fall, weil das Spiel ist, glaube ich, auf Englisch. Sprache Deutsch. Türkisch. Italiano, Ruski, Deutsch. Hat das deutsche Voice? Ich glaube ja nicht, aber. Stoppuhr machen wir nicht, das ist für Speedrunner dann. Ja. Ja, das ist mal erstmal Audio. Boah, passt, oder? Passt bis jetzt. Wenn ich beschwert, das soll ich, dann stehe ich es nochmal ein. Das ist die Steuerung VASD. Das ist VR. Left, right? Nee. Bitte was? VR. Können wir das noch anpassen? VR. Ist natürlich A, wenn man das A. Ich weiß nicht, wie gut das ist, dass ich das jetzt nochmal einstelle, aber vor, zurück, links, rechts wird auch wieder ASD, das ist doch das Klügste. Spiel ist auf Deutsch übersetzt worden und Voice gibt es praktisch gar nicht. Okay, weil ist das Angreifen, linke Maustaste, rechte Maus, das ist der schicken. Okay, ja, ich würde sagen, ausweichen ist eh, das passt. Ich hoffe, ich habe es richtig eingeschaltet. Benutzen F, ja, übernehmen. Würde ich erstmal sagen. Oder nicht. Na dann, Level auswählen können wir später. Brechen ein neues Abenteuer auf. Wollen wir mal endlich, ich glaube. Ach stimmt, du nutzt ja Maus und Tastatur und keinen Controller. Habe ich gerade eben schon gesagt, Modi. Habe ich schon erwähnt. Na dann brechen wir auf in ein neues Abenteuer, oder? Würde ich mal sagen. Das wollen wir endlich mal loslegen. Los geht's. Und RTX on oder off? Natürlich off.
Ich habe keinen RTX-fähigen PC. Das musst du auch wissen, Modi. Ich habe natürlich, mein PC ist nicht RTX-fähig. Auf, natürlich. Tut mir leid. So, los geht's. Starten wir. Können wir von vorne anfangen? Mit dem Intro und so weiter? Once upon a time, ah, so, geht doch. Great Arkansas Kingdom. The world lived in peace and coexistence. Between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansas a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the eternal night. A powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse and backwater town in the kingdom. It was beautiful, but for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon their champion, the mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower and his studies to find the power he needed to break the curse of the eternal night. Very well, the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Destroy him. Ja. Sieht so aus, als wären wir jetzt im Spiel. Okay, ich kann mich noch nicht bewegen, aber da passiert noch was. Stürzt auf die Erde wie ein Komet. Und da sind wir und können uns bewegen. Da spielen wir den Pumpkin Jack. Und wir gehen erstmal in die falsche Richtung und schauen uns, wie Modi schon wollte, erstmal überall rum. Gucken wir erstmal hier. Gehen wir erstmal auf den Steg drauf. Das ist jetzt, doch erstmal. Wir machen hier erstmal Landschaftserkundung. Gucken wir erstmal, was hier passiert. Der große Jack wurde einmal besiegt. Ja. Einmal ausprobiert. Wir sterben tatsächlich, wenn wir ins Wasser fallen. Das hier mal gezeigt. Achso, ich dachte, ich könnte es skippen. Ja gut, dann machen wir die Sequenz halt nochmal. Besser wieder. Gut. Wasserspringen haben wir ausprobiert. Sehr gut. Mais ernten. Okay, Mais ernten können wir nicht. Sehr schade. So, mal Kürbisse mitnehmen. Bisschen Wegration für unterwegs. Die Welt ist ein einziges Chaos. Der Teufel zieht das voll durch mit dem Tod. Ja, weiter konnte ich nicht lesen, so schnell. Den Death Counter mag ich perfekt für No Death Ones, die ich wahrscheinlich dann machen werde. Ja, ich werde so oft sterben, das ist, ihr werdet dann irgendwann, es werden dreistellige und vierstellige Zahlen werden bei mir. Na, verlasst euch drauf.
Little Nightmares haben wir dann auch letztendlich, sind wir auch dreistellig geworden. Da bin ich dann auch öfters gestorben. Ja, und ich nehme das hier mit dem Erkunden wirklich wörtlich. Schau mich hier mal rum. Hübsche Tanne. Achso, hier sind wir wieder am Start. Können wir auch nichts mitnehmen. Können wir hier keine Kürbisse, keine Rehballen, keine... Ist ja kein Adventure. Wo wir ein Inventar haben. Ist kein Deponia, kein Point-and-Click-Adventure, wo wir einfach mal ein volles Inventar haben müssen, um das dann mit allem kombinieren zu müssen. Ach, ich bin mir sicher, wir schaffen heute die 9. Wir schaffen diese 69 heute. Keine Panik. Obwohl hier beim ersten Level, naja. Ich glaube nicht. So schlecht bin ich dann auch wieder nicht. Und die ersten 10 schaffen wir heute garantiert. Sieht doch gar nicht so übel aus, aber er braucht meine Hilfe, um einen lästigen Zauberer loszuwerden. Zauberer oder Zauber? Okay. Einfach mal ausprobieren, ob wir ein bisschen Schallfaden haben. Ach, hier können wir speichern oder was? Nicht springen. Ja gut, das habe ich schon selbst rausgekriegt. Okay. Schallfaden gibt's nicht. Der berühmte Schallfaden. Nicht rüber. Alles klar. Okay, ich denke, die Gegend haben wir hier erkundet. Hier können wir noch mal ins Wasser springen. Hier noch mal durch den Felsen durchglitschen. Ah, hier gibt es eine Stelle, wo ich mit dem Kopf ein bisschen reinkomme im Felsen. Sorry. Ich wollte hier nicht jeden Bug aufzeigen. Doch, das will ich. Wo sind wir jetzt? Jetzt habe ich mich verirrt. Jetzt sind wir wieder an der Startstelle. Jo, dann gehen wir mal langsam vorwärts, bevor wir hier noch mehr Bugs rausfinden. Springen. Ja, das kriege ich mittlerweile hin. Gibt es Schädel? Gut. Klettern. Was die Frage aufwirft, welche Art von Zauberer kann er selbst nicht besiegen? Aber wer ist er? Der Teufel oder was? Von dem Teufel ist hier die Rede. Lucifer selbst. Satan. Er hat viele Namen. Juhu. Der große Jack wurde zweimal besiegt. Das war Absicht. Ich will hier alles vom Spiel zeigen. Ich will hier, dass er wirklich... hier wirklich das Spiel in seiner ganzen Pracht und mit all seinen Arten zu sterben, will ich jetzt hier. Das ist, wenn ich sterbe, ist das natürlich alles nur... Das ist... Ich will es euch ja zeigen, wie das aussieht. Totale Zerstörung. Euch ja hier alle Facetten des Spiels präsentieren. Das muss ja auch. So muss das. Jetzt hier mal klettern. Gut, bleiben wir mal erstmal auf dem Pfad. Jammer. Die Eule. Den Uhu. Wen haben wir denn da? Steckt wohl doch mehr in diesem Kürbiskopf, als man denkt. Mehr als unter dem Gefieder auf jeden Fall, du Vogel. Du Vogel. Zu spät dran und aufmüpfig. Du beklickerst dich nicht gerade mit Ruhm, Jack. Wer bist du überhaupt und woher kennst du meinen Namen? Ich bin ein Diener des Teufels. Ich wurde geschickt, um dich und deine Arbeit mit Eulenaugen zu überwachen. Doch eine Eule, kein Uhu. Ich glaube ja nicht, dass der Teufel den türkischen Taten vergessen hätte. Jack vertraut dir ganz und gar nicht. Pah, bleib mir lieber von der Pelle. Falls nicht, hätte ich dann noch dieses uralte Familienrezept für Hühnerschenkel. Dieses Hühnchen hier hat dir einen niegenagelneuen Körper geschenkt.
wo wir gerade dabei sind, bringen wir dich mal wieder in Form. In Form bringen? Hast du mich gerade fett genannt? Du bist ein Kürbis. Incorporalis. Hast Jahrzehnte ohne richtigen Körper verbracht. Und jetzt hör auf rumzutrödeln. Wird Zeit, dass du dich an deinen neuen Körper gewöhnst. Ich mach ja schon. Ich gewöhne mich ja schon. Indem ich hier nochmal rübergehe und nochmal im Wasser sterbe. Kutter. Hübsch. Ein kleines Bötchen. Da mal eine Krähe. Mit Rehbein können wir nicht drüber. Hübsch. Die Landschaft ist auf jeden Fall hübsch. Ich hoffe, ich habe hier noch nichts übersehen. Und irgendwelche Fesseln, die wir zerstören können. Warum nimmst du nicht ein Schlückchen aus dem Kessel? Die blubbernde Brühe hält deinen Körper lebendig. Ah, dieser Kessel hier. Machen wir noch Platz. Trinken wir. Spiel wird gespeichert. Sehr gut, die Kessel speichern also. Na dann. Doppelsprung. Den kann ich auch schon. Du kannst einen Doppelsprung landen. Wieso dein Körper? Ja. Textboxen sind zu schnell. Für mich langsam Leser. Doppelsprung. Ich weiß. Und wir sind erst zweimal gestorben. Das könnte sich gleich ändern. Umschauen. Ausrufezeichen. Was, ja, wo, ah, hier gibt's doch, hier gibt's was Tolles. Ein Krähenschnabel. Neue, eine Errungenschaft freigeschaltet. Neugierige Blicke. Okay. Irgendwas hat die Eule gerade gesagt. Wir haben noch einen zweiten. Wir schauen uns um. Moni hat gesagt, wir sollen uns umschauen. Dann machen wir das. Ja, wir. Ich und Pumpkin Jack. Wir gucken uns beide um. Ist da noch eine? Und haben wir die schon? Nee, die haben wir schon. Noch einer. Was? Es gibt hier noch einen oder was? Noch ein Kopf. Dann schaue ich mal. Nicht hier am Fluss. Da drüben vielleicht auf der anderen Seite. Drei gibt es hier, das wäre sinnvoll. Würde Sinn machen. Drei ist eine magische Zahl. Okay, ich blicke hier keinen mehr, den haben wir schon. Da kommen wir noch nicht rüber. 2 von 20, naja. Man wird gerade sagen, die 20 werden wir schon irgendwie finden, aber lieber mal vorsichtig, bevor ich sowas sage. Es gibt 20 im Level. 17 hatte ich gefunden und suche nach dem Grammophon. Such das Grammophon. Ich halt Ausschau. Ja, hier habe ich jetzt kein Krähenschädel mehr gesehen. Wenn ich was übersehe und ihr es dann irgendwie, ihr später in der Stream-Aufzeichnung seht, könnt ihr das ja auch noch mal schreiben. Das ist ja, ich will das nachher auf YouTube hochladen. Okay. So geht's auch. Ich werde das ja dann noch mal, der Halloween-Stream hier kommt einmal auf YouTube gleich als Ganzes hoch, also mit der Best-of-Show hinten dran noch. Wird da als Teamaufzeichnung hochgeladen und das, und ich mache hier ein Pumpkin Jack Let's Play, das heißt, es kommt dann mit Endcard und so weiter geschnitten nochmal auf YouTube in der Playlist. Da werde ich nochmal wahrscheinlich bis zu 4 Parts draus machen, Schwächerpunkt. 4 Parts aus dem Stream schneiden und das dann irgendwie auf YouTube hochladen, oder werden es nur 2, mal schauen, wie lang die Parts werden. So, hier mal jetzt gespeichert. Irgendwelche Krähenschnäbel hier noch liegen. Sehe hier keine mehr. So, Doppelsprung. Da haben wir schon unseren dritten Tod im heutigen Stream. Ich halte mich ab jetzt raus, sonst wird das Backseat Gaming zu Storm.
Ja, du kannst schon, wenn ich an einem Krähenschnabel vorbeilaufe und das siehst, dann kannst du das schon in den Chat schreiben. Dafür ist der Chat ja da. Ich sterbe jetzt hier noch ein bisschen. Habe ich in einem Netztest habe ich das auch gemacht. Bin ich auch schon ein paar Mal gestorben. In diesem Fluss mit Anlauf springen. Oh, beim dritten Mal geschafft. Das ist außergewöhnlich. Gar nicht mal so schlecht, Jack. Nicht springen wir schnell wieder auf, Rudermann. Es fühlt sich echt gut an, wieder einen eigenen Körper zu haben. Arme, Beine, alles. Oben auf dem Turm war einer, den kriegst du nicht mehr. Ja gut, manches übersehe ich halt einfach. Das tut mir herzlich leid, aber ja, gut, das müssen wir dann einfach hinnehmen. Dann will ich jetzt auch vollen Körpereinsatz sehen. Da warten ein paar Monster drauf, von uns zerlegt zu werden. Und das sollte dir gar keine Probleme bereiten. Oh, mit Zerlegen kenne ich mich bestens aus. Zahlen, Möbel, Hühnerschenkel. Aber warum sollten die mich überhaupt angreifen? Wissen die nicht, dass ich auf ihrer Seite bin? Wissen? Das ist ein Fremdwort für die Jack. Achso, für die Jack. Das Komma ist richtig gesetzt. Diese Monster sind nichts als schwerfällige Spatzenhörner. Sie wissen nicht mal, wer sie selbst sind, ganz zu schweigen von dir. Kürbisse oder nicht, du bist immer noch ein Mensch. Das allein macht dich zu ihrem Feind. Deswegen braucht mich der Teufel, also empfiehlt die menschliche Institution. Dieser neue Gegner ist schlau, Jack. Der Teufel braucht jemanden, der mindestens genauso schlau ist. Ich verstehe. Und ihm ist es egal, wenn ich seine Monster hier rüber poliere. Das sind doch nur hohle Bildungen. Mach, was du willst. Hauptsache, du erledigst deinen Job. Errungenschaft freigeschaltet wie neu geboren. Aha, okay. Jetzt müssen wir also Monster besiegen. Angriff ausweichen. Ah, okay, verstehe. Nehmen Rollen. Sehr gut. Wir sind noch nicht gestorben. Angriff ausweichen. Muss Modi halt rechtzeitig sagen, wenn ich irgendeinen Krähenstabel übersehe. Ist er weg, wenn ich dann auf den Turm nicht mehr raufkomme. Und mit dem Kollegen kann ich reden. Mit F. Ach, sie ist zurück. Lasst uns abflattern. Flattert um euer Leben. Na klasse, noch mehr Vögel. Eigentlich habe ich schon mit der Eule ein Hühnchen zu rupfen. Aber wenn ihr mich nicht durchlasst, kommt ihr auf meine Liste. Aber bleib uns ja fern, Vogelscheucher. Ich habe Krallen und ich werde sie einsetzen. Vogelscheucher? Meinst du mich damit? Ich heiße Jack, du darfst mich aber auch einfach obergenialer Superschurke nennen. Warte, er hat ja Beine. Ein Vogelscheucher hat doch gar keine Beine. Und er scheint auch mehr als Stroh im Kopf zu haben. Seht ihr, ich bin keine Vogelscheucher. Und jetzt lasst mich durch, ihr kratzbürstigen Krähen. Nicht so schnell. Wir Vögel sind jetzt in der Überzahl. Wir lassen den Herrn Jack durch. Unter der einer Bedingung. Wir brauchen deine Hilfe. Ich soll mich einer Krähe unterwerfen. So weit sind wir schon. Was wollt ihr? Bei der Scheune da drüben taucht manchmal eine Vogelscheuche auf. Sie terrorisiert uns schon seit Wochen und macht ihrem Namen an nicht eine Ehre. Und jetzt soll ich sie für euch verscheuchen? Genau. Ich werde dir auch helfen. Meine Fliege schlagen schnell und mein Schnabel ist spitz. Gegen ein wenig Luftunterstützung habe ich nichts einzuwenden. Wir haben einen Deal, Vogel. Hurra,
Nieder mit den Strohschädeln. Strohschädeln. Los geht's. Wir haben jetzt eine Krähe bei uns. Und sammeln weiter einen Krähenschnäbel ein. Das ist vielleicht nicht gerade feinfühlig, aber gut. Spiel wird gespeichert. Ich habe wahrscheinlich wieder 20 Krähenschnäbel übersehen hier auf dem Weg. Ja gut, das ist dann halt passiert. Ich bin bereit, Jack. Auf geht's. Immer mit dem Schnabel nach. Sehr gut, so können wir jetzt hier die Bretter aus dem Weg räumen. Neuer Speicherpunkt. Wir speichern. So ist es besser. Sehr gut, okay. Ich werde das Spiel nicht 100% spielen, das heißt, wenn wir irgendwo Krähenschnäbel übersehen, das ist dann halt einfach so. Ich werde da jetzt nicht nochmal. Ich werde sehr unwahrscheinlich. Können wir gucken, wenn ich das Spiel einmal durch habe, ob ich da nochmal 100% Jagd mache. Wahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt nicht so der 100% Jäger. Erledigt. Grippe vor uns. Wir möchten. Jetzt habe ich das nicht durchgelesen. Die kann die Krähe schon besiegen. Bevor sie uns besiegen. Eine Schaufel. Die war aber ganz schön rüstig, aber besser sein Wurf als gar keine. Nun schon freigeschaltet, Klappspaten. Welche kann man knicken wie Klappspaten? Hatten wir die auch schon im Test? Den Klappspaten. Achso, jetzt können wir hier. Jetzt können wir den Mais ernten. Allein dafür müsste ich jetzt nochmal das Level von vorne machen. Allein dafür müssten wir jetzt nochmal 100% Jagd machen. Um die Kisten und so weiter zu zerstören, um hier das klein zu hocken, hier die Laterne und so weiter. Allein deswegen wäre das schon was wert. Aber gut. Linke Maustaste mit der Schaufel schlagen und mit der rechten Maustaste können wir die Krähe losschicken. Das ist sehr schön. Und hier haben wir einen Krähenschnabel. Wenn ich den jetzt vergessen hätte, das wäre, ja, sehr peinlich geworden. Schau immer nach links am Fluss, sagt Modi gerade. Oder hat er schon früher gesagt, aber ich habe es gerade erst gelesen. Links am Fluss, hier ist gerade noch kein Fluss. Ja, zu dicht an den Fluss wollen wir auch nicht rangehen. Sonst ertrinken wir hier noch. Jetzt kaputt machen. Durch den Zaun können wir nicht durch. Ah, okay, hier ist noch eine Krähe hinterm Haus. Ja gut, müssen wir auch hinter den Häusern lang gucken. 4 von 20. Ist wahrscheinlich, soweit wie ich hier schon bin, ist das schlecht. Wahrscheinlich hätten wir schon 10 finden müssen oder so. Aber hier schon. Bei 10 oder 11 sehen müssen. Ja gut, nehmt es mir nicht zu übel, wenn ich ein paar Extras übersehe. Nieder mit der Tür, Jack. Immer durch. Können wir das da oben auch noch? Ja, sehr gut. Komplett frei machen. So, hier mal trinken. Speicherpunkt. Gut. Und hopps, hier hoch. Hier irgendwo eine Krähe. Ein Krähenschnabel, den ich von hier aus sehen kann. Bevor ich auf den Turm steige und dann nicht mehr runter kann. Ich sehe gerade nichts. Kann auch sein, dass ich blind bin. Ist natürlich immer so ein bisschen was anderes ist. Ja, ihr müsst auch sehen, wenn ich das jetzt selbst spiele, also im Stream jetzt zugucken, im Streamchat dabei sein und das zugucken, da seht ihr natürlich mehr als ich dann. Manchen Krähenschnabel seht ihr dann und ich sehe es nicht. Und es ist völlig anderes. Es ist was völlig anderes, wenn du es selbst spielst. Oh, zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Kein Fallschaden für Zwänge. Für Jack. So. Hier ist noch Krähenschnabel, den ich natürlich nicht kriege, weil ich runterfalle. Ja, Mensch.
So. Ach komm, da braucht es einen einfachen Sprung. Ich bin hier mal mit meinen Doppelsprüngen. Mein Doppelsprung am Start. Hau. So, 5 von 20. Haben wir hier noch irgendwo. Da könnte man vielleicht theoretisch drauf darüber. Aber was bringt's? Ich sehe hier keinen Krähenschnabel mehr. Da drüben sehe ich ein Skelett.